So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge verbunden. Und ich habe mir nur noch mal ein bisschen Lenfell kurz geschnappt. Dachte, ich fülle mal hier noch ein bisschen rum. So, schon besser, wie ich finde jedenfalls. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier, glaube ich, aus Versehen, ja, mit Upgrade-Planer die Dinger hier ge... Upgrade-Planer. Aus Versehen habe ich hier Anbieterkisten gemacht. Eigentlich hatte ich nur die Kisten geleert. Whoopsie. Leifarme brauchen wir definitiv und nochmal einen ganzen Haufen davon. Dieses doofe Steinfeld, der endlich leer ist, frage ich mich auch. So, jetzt haben wir das auch fertig, warum das ein bisschen asymmetrisch ist, keine Ahnung. Wir gucken jetzt hier noch einmal rein. Das ist noch falsch.
auch. Da sieht gleich die Produktion anders aus. Auch wenn alle erstmal nur 50 bekommen. Ich glaube, das ist neu, dass man jetzt Outputs einstellen kann, oder? Hier fehlt dann irgendwie alles. Ich verstehe. Dann würde ich sagen, platzieren wir hier erstmal soweit alles, was wir so haben. Wir kommen das nächste Mal noch mit ein paar lustigen Schmelzöfen wieder. Ich meine, es wird noch so viel Material hier drin verschwinden, deswegen will ich auf aktuell gerade gar nicht wünschen. Hey. Komplett leer. Verbrauchen wir erstmal die Materialien, die wir hier haben. Würde ich mal sagen, bevor wir wieder nachholen.
Nachher haben wir hier viel zu viel. Da habe ich auch keine Lust drauf. Aber Schmelzöfen werden wohl wahrscheinlich nicht reichen, wie die haben. Ist noch nicht im Inventar. Das ist ja erstaunlich. Weil LTN-Kombinatoren fehlen. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte ein paar hiervon. Eigentlich. Ja. Und wer als erstes das teuerste auf, würde ich sagen. Aber da geht uns schon Zeug aus. Ja, dann lass uns schon mal was holen. Ja. Wir brauchen definitiv sehr, sehr viele mehr Angreifer. Das waren jetzt hier nicht so viele, leider. Davon haben wir leider einfach zu wenig. Okay. Aus.
Wenn ich mal fragen darf, liegt es nicht? Grüne Schaltkreise, was frage ich denn überhaupt? Wahrscheinlich müsste ich mal dafür einfach mal die Fabrik 1 oder 2 Stunden laufen lassen. Dass sich das mal ein bisschen beruhigt hat, den grünen Schaltkreisen. Weil eigentlich war es nicht geplant, dass unten so viel schon hintransportiert wird. Das frisst natürlich jetzt ohne Ende. Eigentlich war es nicht so geplant. Dass es jetzt an den Reifarm scheitert, das ist echt nervig. Ich brauche so locker noch, weiß nicht, 5, 6.000. Wenn das mal reicht an blauen Greifarm. Das einzig Gute ist, unsere Eisenversorgung steht, unsere Kupferversorgung steht da unten auch soweit. Ich könnte jetzt auch versuchen, einen Teil erstmal in Betrieb zu nehmen. Dass das da unten erstmal anfängt zu produzieren. Ja, das sollte ich wahrscheinlich machen. Wisst ihr, das werde ich auch machen. Und zwar genau, wenn sich die Rubis mal einsortiert haben. Und zwar als allererstes, indem wir sofort Kupfer 9.
So, zweimal wird Kupfer jetzt angeliefert. Da kommt mal wieder alle rein. Wir lassen uns auffüllen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann darum, dass das erste Kupfer dort produziert wird. Und dann kümmern wir uns hier unten um die ersten Anschlüsse. Vielleicht. Ja, kümmern wir uns um die Anschlüsse. Einfach mal alle durch anschließen, dann passt das schon irgendwie. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.